Herzlich willkommen zu unserem nächsten Suchvideo. Ihr habt es bestimmt schon gemerkt, diese wunderschönen Herbsttage und der fehlende Regen haben die Pilze doch deutlich reduziert. Wir schauen uns aber im heutigen Video an, an welchen Standorten man trotzdem was finden kann, welche Arten man finden kann und wie man gute Sachen auch bei Trockenheit in den Korb bekommt. Der erste Tipp ist, fahrt wirklich in höher gelegene Suchgebiete, weil einfach sich da die Feuchtigkeit besser hält und auch durch diese niedrigen Nachttemperaturen einfach länger im Wald bleibt. Wir haben jetzt gesehen, in den niedrigen Lagen ist wirklich einfach fast nichts mehr zu finden, aber auf über 1000 Meter haben wir nicht nur ein größeres Artenspektrum, wir haben auch noch ein stärkeres Wachstum insgesamt, auch was die Menge angeht, und haben hier nicht nur Pilze, sondern auch eine wunderschöne Natur. Im Mittelgebirge sind diese sommerlichen Herbsttage wirklich besonders schön und das Schwammerlsuchen macht einfach besonders viel Freude. Man muss bedenken, wir sind jetzt schon im September, das heißt, die Saison geht gar nicht mehr so lang und jetzt kann man noch mal aus dem Vollen schöpfen, wenn man am richtigen Standort ist. Der erste Fund hat mich auch auf die Idee dieses Videos gebracht. Wir sind nämlich jetzt wirklich lange durch die teilweise auch hier ausgedörrten, wunderbaren Fichtenwaldstücke gegangen, ohne viel zu finden. Naja, sagen wir mal, ohne viele Arten zu finden. Und dann am Anfang von diesem Hang, der, wie man hier an der Umgebung schon sieht, wirklich sehr grün ist, sehr feucht ist, da zieht sich wirklich fast massig dieser wunderbare Eierschwammerlverwandte hin. Der oben ganz überhaupt nicht zu finden ist. Der Duftleistling ist auch schon ein Anzeiger, dass wir im Mittelgebirge sind. Wer ihn nicht kennt, versäumt was. Das ist wirklich eine wunderbare Pfifferlingsart, die von oben gar nicht nach einem Eierschwammerl ausschaut. Auch von unten sieht man, sie haben wirklich nur ganz schwach ausgeprägte Leisten. Der Geruch ist ein bisschen chemisch intensiv, erinnert aber schon an einen Eierschwammerl. Und ihr Geschmack ist wirklich großartig. Also ein überraschender Fund hier im Fußbereich von diesem Hang, der sich dadurch kennzeichnet, dass hier wirklich der Boden fast schwammig ist. Die Bäche, die sich durchziehen, haben hier wirklich dann für eine Feuchtigkeit gesorgt, die dann diesen Pilz wirklich teilweise in Massen vorkommen lässt. Wir werden uns jetzt wirklich da ein paar abernten, gehen aber schon direkt zu dem nächsten Fund, der sich auch noch hier in diesem sumpfigen Gebiet blicken lässt. Bevor wir jetzt zum nächsten Fund kommen, wollen wir ein bisschen unserer Vorbildfunktion nachgehen, was in Zeiten von Social Media immer manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber wenn ihr durch so üppige Vegetationszonen geht, versucht wirklich so wenig wie möglich niederzutrampeln. Solche Pfade verraten dann natürlich auch immer Suchplätze, muss man sagen. Und viele dieser Pflanzen sind auch selten und man kann auch wirklich gut drumherum gehen. Ist meistens auch einfacher als mittendurch durchs Wasser, ist wirklich nicht so einfach. Das nächste, was wir euch zeigen möchten, ist auf so einer kleinen Insel drumherum, ist wirklich alles sehr schön feucht. Das sind die Trompetenpfifferlinge. Auch die haben sich auf diese Feuchtgebiete zurückgezogen. Sonst haben wir sie nur mehr eigentlich schon fast verbrannt von der Sonne entdeckt. Und die wachsen hier noch wirklich büschelweise und können auch wirklich ebenerdig eigentlich abgeschnitten werden. Also auch wie die Pfifferlinge, zu denen wir gleich schauen, eine Art, die die Feuchtigkeit bevorzugt und dann in so geschützten Zonen jetzt auch noch frisch wächst, auch wenn sonst drumherum eigentlich fast nichts mehr zu finden ist. Also auch die Trompetenpfifferlinge haben sich in dieses feuchte Refugium zurückgezogen und schießen hier nochmal büschelweise hervor. Zwei sehr eindrucksvolle Beispiele, wie wichtig der Standort ist zu diesen Bedingungen, sehen wir hier. Zwar eine moosige Stelle, aber doch recht sonnenexponiert und im Wald, kann man sagen.
Aber die Pfifferlinge sind hier vertrocknet. Die sind eigentlich verbrannt durch die Sonne und durch diese hohen Temperaturen. Ihr seht schon, die haben da alle Altersmerkmale, ja, wie sie im Bilderbuch stehen. Und die Fruchtkörper sind auch gar nicht wirklich groß geworden. Das heißt, da hat einfach die Feuchtigkeit gefehlt. Da hat die Hitze zugeschlagen. Wir gehen jetzt aber ein paar Meter weiter runter, nicht weit entfernt, und zeigen euch, wie die Pfifferlinge aussehen, wenn sie näher am Wasser wachsen. Ja, Freude und Leid ist ja oft nah beieinander und auch bei den Schwammerl ist es manchmal genauso. Ihr seht schon, es wird wieder deutlich grüner. Auch der Bach kommt, oder ein Bach kommt wieder in Hörweite, und der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Wir haben da wieder einen wunderbaren Fleck gefunden im Moos, und schaut sich die Größe an und die Frische, das ist natürlich ganz was anderes. Ja, die Fruchtkörper sind hier sichtlich um ein Vielfaches größer, und das Erfreuliche, im Moos wachsen natürlich auch noch junge Exemplare nach. Das heißt, das Wachstum ist nicht nur üppiger, sondern auch wirklich nachhaltiger an so feuchten Stellen. Da sind wieder mehrere Adern, die sich entlang von dem Bach ziehen, aber so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Das sind noch nicht die eindrucksvollsten Funde aus diesem Video. Hat nichts mit Pilzen zu tun, aber kurze Frage an euch Zuschauer. Wir haben da diesen orange gefärbten Bach entdeckt. Ganz ungewöhnlich, alle anderen waren wirklich schön klar, Kristallwasser eigentlich, aber der ist irgendwie von einer glibbrigen orangenen Masse hier komplett durchzogen. Da die Frage an euch, was ist das? Ich habe sowas noch nie gesehen. Schaut irgendwie aus, wie aus einem Stephen King Film aus. Also schnell weiter zum nächsten Suchplatz. Ja, wir verlassen kurz die Familie der Pfifferlinge und haben die nächste spannende Art gefunden, und zwar den, Vorsicht, es ist wieder kein Steinpilz, den Wieseltäubling. Man könnte ihn auch Steinpilztäubling nennen. Von oben ist der wirklich zum Verwechseln ähnlich, und man sieht ihn oft umgeworfen und dann, ja, fälschlicherweise im Wald zurückgelassen, weil viele denken, sie haben einen Steinpilz gefunden, und dann hat er Lamellen. Aber auch dieser Wieseltäubling ist ein großartiger Speisepilz. Er ist wirklich einer der besten Täublinge überhaupt. Auch ein Standortanzeiger, eher für höhere Lagen, wo er wirklich manchmal in Gruppen und wirklich in größeren Mengen auch vorkommt und unbedingt ein Sammeltipp ist. Ja, er hat einen Verwechslungspartner oder einige aus der Gruppe der Stinktäublinge. Zu denen schauen wir gleich noch. Aber auch hier sieht man wieder, wir sind in einer wunderbar feuchten Zone. Das Moos, auch immer ein Tipp, sucht euch solche moosigen Stellen, da ist es feucht und da sprießen dann die Pilze auch bei eher trockenen Bedingungen. Hinter uns ist auch wieder ein kleiner Bach, der da vor sich hintropft, der auch den Boden einfach mit Feuchtigkeit versorgt. Und das sind dann die Orte, wo die Speisepilze hervorkommen. Ja, die Stinktäublinge sind leider wesentlich häufiger zu finden als der Wieseltäubling. Die wachsen wirklich gruppenweise und teilweise zu Hunderten, muss man wirklich sagen. Sie sind ja keine Speisepilze, auch wenn sie wie dieser Marzipantäubling unfassbar gut riechen. Aber die sind einfach wirklich ungenießbar und ja, nichts für uns. Der Morsetäubling schaut genauso aus, hätte dann noch so schwarze, ja, Pünktchen unten an den Lamellen. Also auch diese zwei Arten können wir gut bestimmen und unterscheiden von dem Wieseltäubling. Ihr seht, die Stinktäublinge sind eher braun, schmutzig, sie sind nicht so wirklich schön. Die Stiele sind sehr, sehr, ja, durchaus dick, muss man sagen, brüchig. Und gerade diese Art, die nach Marzipan duftet, ist auch alleine schon am Geruch zu erkennen. Der Wieseltäubling ist im Geruch, muss man dazu sagen, relativ neutral. Ja, es geht gleich weiter. Wir haben hier wirklich auffällig viele Arten in diesem feuchten Areal. Das ist jetzt nichts für Speisezwecke, zumindest in unseren Breitengraden nicht. Wir haben hier wieder eine kleine Gruppe von Erdschiebern entdeckt. Milchlinge, wie man sieht, wenn man sie abbricht, ja, kommt wie immer dann üppig Milch. Wer sich jetzt mal ein bisschen vertiefen möchte, es gibt zwei Arten von Wolkenmilchling. Es gibt einen, der hat eine ganz milde Milch, das heißt,
die könnte man kosten. Dann die wesentlich seltenere Art, die hat scharfe Milch. Ich habe aber jetzt zweimal wieder so scharfe Milchlinge im Mund gehabt und einen scharfen Täubling. Also ich werde das heute nicht machen. Ich tippe einfach mal, dass es die milde Art ist. Bei uns, ja, ist das nichts für Speisezwecke. Man könnte ihn silieren, aber ja, muss jetzt wirklich nicht sein. Wir haben ja noch einige andere Speisepilze vor uns. Ja, von der Weite leuchtet schon der nächste Pilz, in dessen Umgebung wir uns immer genauer umschauen müssen. Immer ein gutes Zeichen sind die Fliegenpilze. Zuerst aber noch kurz zum Standort. Wir haben jetzt gesehen, dass der letzte Wachstumsschub noch aus dem August wirklich zu Ende geht. Deshalb die Empfehlung, eher an Nordhängern zu suchen. Da ist es wirklich signifikant kühler als an einem sonnenexponierten Südhang. Und die Funde sind dort einfach länger möglich. Gerade die Pfifferlinge halten sich in einem Nordhang einfach wesentlich länger, gerade wenn die Saison ausgeht. Wir sind jetzt hier aber an einem Südhang und haben die Fliegenpilze als Indikator nicht nur für Steinpilze, sondern auch in diesem jungen Zustand, dass der nächste Wachstumsschub wieder kommt. Das heißt, wenn die Welle wieder beginnt, schaut sich wirklich an den Südhängern um, gerne auch an den wirklich warmen Hanganfängern. Da haben wir nicht nur das nächste Wachstum schon wieder begutachtet in den feuchten Gebieten, wir haben auch wirklich hier in der Nähe schon die ersten kleinen Steinpilze wieder gefunden, auch wenn sie uns jemand wieder vor der Nase weggefunden hat, bevor wir sie filmen konnten. Aber die nächste Welle kommt und da muss man wieder an die Wärmestandorte mit Feuchtigkeit, weil diese Kombination bringt dann die nächste Welle hervor und da macht es am meisten Sinn, sich jetzt wieder umzuschauen. Ein Detail noch, wir haben gesehen bei dem Fliegenpilz den warzigen Gürtel, so gut wie an diesem Exemplar konnten wir das noch nie zeigen. Wer ein bisschen Erfahrung hat, kann die Wulstlinge ja schon alleine an der Knolle unterscheiden und dieser warzige Gürtel, wie man hier sieht, ist ganz, ganz typisch für den Fliegenpilz, den haben die anderen Wulstlingsarten so nicht. Ja, während wir hier den Wald genießen und zum nächsten Fundort gehen, sprechen wir noch über ein paar Sachen, die wir gefunden haben. Vielleicht das seltenste Fund, auch immer nur im Gebirge fast schon möglich, muss man sagen, das sind die Schafsporlinge. Diese handgroßen, komisch gewachsenen kleinen Hügel, die man da im Wald manchmal gebietsweise, stellenweise findet, insgesamt aber selten. Das ist auch theoretisch ein Speisepilz, aber ein geschützter, weil er einfach nur in wenigen Gebirgswäldern vorkommt. Die lassen wir zurück. Ganz interessant, das ist ein Porling, der auch ein Mykorrhizapilz ist. Wir haben dann auch noch den Semmelporling und einige Variationen noch von dem Schafsporling. Also auch eine interessante Pilzgattung Albatrellus, die man so im Gebirgswald finden kann. Was wir noch gesehen haben, der einzige Röhrling, der momentan zu finden ist, er macht uns einfach nur Ärger, das ist der Gallenröhrling. Die in einem jungen Zustand, haben wir schon gezeigt, wirklich dem Steinpilz zu verwechseln ähnlich sind, aber dann mit diesen schönen rosa Lamellen, wenn sie älter sind, auch wirklich sehr, sehr gut unterscheidbar sind. Was haben wir noch gefunden, was Kleines, Schönes für das Auge? Den Feuerflämmling, nein, nicht Flämmling, Schüppling, genau. Ein Holzbewohner, der sehr schöne Fruchtkörper ausbildet, mit vielen schönen Details, aber kein Speisepilz ist. Ja, und die nächste Art, das ist für alle Freunde von komischen Gerüchen, das ist der lästige Ritterling. Ein kleiner, weißlich-beiger, durchaus häufiger momentan zu findender Pilz, den man wirklich mal gerochen haben muss. Man sagt ihm einen leuchtgasartigen Geruch nach. Es ist wirklich chemisch ganz ungewöhnlich. Es gibt ja auch dann wirklich stinkende Ritterlinge. Von Speisepilzen sind wir da weit weg. Aber wer diese tolle Welt der Pilzgerüche mal kennenlernen möchte, der soll wirklich auch mal an diesem Pilz riechen. Das ist echt was sehr, sehr Ungewöhnliches. Ja, dieses paradiesische Plätzchen müssen wir euch noch zeigen. Das Beste kommt heute auf jeden Fall zum Schluss. Wir sind da eigentlich schon an der lichten Zone des Waldes, der dann in einen verjüngten Bestand übergeht. Sehr grasig. Ich habe mich da gestern durchgearbeitet, was nicht so einfach war, wenn man ehrlich ist. Aber dieser Anblick, der lohnt sich auf alle Fälle. Hier beginnt dann wieder der sumpfige Bereich, durch den wir uns da vorsichtig durcharbeiten. Gestern sind sie mir gar nicht aufgefallen. Auch hier stehen jetzt überall diese herrlichen Duftleistlinge. Das ist immer
ein Thema, wenn man nicht nach einer bestimmten Art sucht, sieht man sie oft gar nicht, weil das waren so kleine orange Fleckerl und ich habe mir gedacht, das waren irgendwelche alten Rauchköpfe. Aber nein, da werden wir jetzt noch ein paar von ihnen einsammeln. Ansonsten schauen wir uns hier nochmal durch. Diese gigantischen Pfifferlinge sind zugegeben schon ein paar Tage drüber, aber zum Anschauen wunderschön. Unser Korb, der bleibt heute leer, muss man ehrlich sein. Wir haben die letzten Tage wirklich mehr als genug gefunden und haben uns riesig gefreut. Aber es war doch sehr, sehr auffällig, wie groß die Unterschiede zwischen den einzelnen Plätzen sind. Diese Feuchtgebiete, die sind wirklich voll, die gehen über von Pilzen. Und damit wollen wir euch anregen, geht's in die Berge, schaut euch diese wunderschönen Wälder an. Und an den einen oder anderen Platz ist auch jetzt trotz Trockenheit noch wirklich viel zu finden. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wie immer hoffen wir auf Regen, wünschen euch viel Erfolg bei euren Touren und sehen uns bald wieder.